es ist nicht defekt. Aber... Stopp! Du hast keine Fernbedienung in der Hand, Jan. Wozu brauche ich die denn? Ja, sonst geht so ein Ding ja nicht kaputt. Klar, jetzt! Ja, einen schönen guten Abend. An Norbert und mich sind viele Fragen über den Sommer oder über die letzten anderthalb Jahre herangetreten. Wie repariere ich was? Was kann ich da tun? Auch irgendwelche Schäden an Flächen, Rümpfen, die zu reparieren sind. Und haben uns heute mal entschlossen, in der Richtung ein bisschen was zu machen. Wir werden noch ein bisschen Spaß haben, hoffentlich. Und dem manch einen mag es nachher grauen. Wir wollen nämlich auch einfach mal was kaputt machen. Und dann es wieder reparieren. Das tut dann in der Seele weh, aber wir machen es einfach mal. Ich habe hier als erstes mal ein paar Werkzeuge und Materialien aufgebaut, die man verwenden kann. Fangen wir mit dem ersten an. Zur Sicherheit ein paar Nitrilhandschuhe. Beim großen A bekommt man die relativ günstig, 100 Stück, kommt man lange mit hin. Wenn einem die zu trocken sind, kann man sich ein bisschen Talkum besorgen. Das ist so ein, weißt du, die meisten kennen das vom Sportbereich her. Hände einreiben, dann kommt man prima in die Handschuhe rein. Wenn manche schwitzen ziemlich stark an den Händen. Bei den Harzen sollte man immer Handschuhe tragen. Eine gute Durchlüftung, vielleicht auch noch die Hände mit einer Schutzcreme einschmieren, macht Sinn. Atemschutz muss jeder selber wissen. Manch einer ist, reagiert allergisch auf die Harze. Da sollte er was machen. Wer das nicht tut bei den kleinen Mengen, die wir jetzt anrühren oder anrühren werden nachher, denke ich mal, ist das nicht ganz so relevant. Mittlerweile sind die Harze auch physikalisch unbedenklicher. Das heißt nicht, dass sie gesund sind. Das muss man mal ganz klar sagen. Also es ist nicht so, dass das, was man da tut, genauso wie Biomilch ist oder so. Das auf keinen Fall. So, was brauchen wir? Also die Handschuhe für den persönlichen Schutz. Ein bisschen Zewa-Wisch und weg hat jeder zu Hause. Ein Plastikbecher, um Harz anzurühren. Zum Unterspritzen von Flächen. Einfache Einwegspritzen aus der Apotheke. Manch ein Apotheker guckt ein bisschen doof an, wenn man die kauft, aber kostet ein paar Cent, das ist nicht so schlimm. Ein paar Nadeln dazu. Hier, die ganz einfachen Nadeln. Sind Einwegspritzen, also im Grunde genommen einmal benutzen, wegschmeißen. Eine Schere reicht eigentlich meistens, so eine ganz einfache Haushaltsschere. Wer hat ein Rollmesser? Das ist eigentlich eine Investition, die zum Papier schneiden, zum Gewebe schneiden, für alle erdenklichen Dinge, Stoff schneiden, Folie schneiden für Taschen für die Flügel. Also man kann das Ding eigentlich immer gebrauchen. Man kann das also entweder bei den bekannten Lieferanten kaufen oder auch in gut sortierten Stoffgeschäften. Auch dort kriegt man das. Ja, die kennt jeder, ne? Was sind's, ne? Vom großen M. Burger kaufen und mal eine Hand mitnehmen. Reicht für lange Zeit. Eventuell ein Einwegpinsel. Diese Einwegpinsel haben einen riesen Nachteil. Sie sind zwar günstig, aber sie verlieren auch dauernd ihre Haare. Aber da kommen wir gleich noch zu. Ein Stück Schaum. Das Stück Schaum können wir für verschiedene Dinge benutzen. Einmal könnte man es auch als Pinselersatz benutzen, indem man sich hier ein Stück rausschneidet. Ein Stück Schaumgummi hat jeder zu Hause. Eventuell ein Bleistift. Ein Edding ist nicht unbedingt notwendig. Ein scharfes Messer. Also ich nehme immer hier diese Messerklingen. Ja, Lineal. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen vielleicht, bei manchen Sachen könnte man etwas Wachs gebrauchen. Nicht unbedingt notwendig, aber wäre vor allem bei guten Flächen, die unterspritzt werden, habe ich immer mal so einen Tipp gegeben, und weil die Flächen sind nie ganz dicht, das Gewebe ist nie ganz dicht, das kommt auch beim Unterspritzen Harz irgendwo raus, und das dann von der Oberfläche vernünftig abzukriegen, wenn das aushärtet, ist schwierig, aber wenn ich es vorher ein bisschen einwachse, kann ich das einfach mit dem Fingernagel runterschieben, das überschüssige Harz. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Gewebe. 50 Gramm Gewebe, das ist das hier. Ja. Oder 25 Gramm für Seitenruder oder Leitwerke. Das ist noch ein bisschen dünner. Bei Rumpfreparaturen eventuell ein paar Kohlefaser-Rohwings.
Da ist das Problem immer, dass die meisten O-Wings eigentlich so aussehen. Das heißt, sie sind irgendwie unförmig. Ich habe das Glück gehabt, ich weiß nicht woher, kann ich nicht mal sagen. Ich habe mal 6K-O-Wings gekriegt, die absolut glatt sind. Ganz super Sache. Hoffentlich hält die Rolle noch lange. Die andere Alternative aus einem Stück Spretttaurest, solche O-Wings rausziehen. Das gibt es natürlich auch auf der Rolle zu kaufen, allerdings mittlerweile nicht mehr in kleinen Mengen. Leider, ich glaube, eine 100 Meter Rolle für einen 100er oder so, relativ teuer. Bei Kohlefaserrotoren kann man dann auch noch Gewebe nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein 1K-Gewebe, 90 oder 93 Gramm. Hat den Vorteil, dass es im Grunde genommen gegenüber dem Spretttau, was ja, ich sag mal, sehr hart ist, sich gut auch um Ecken formen lässt. Eigentlich ist eigentlich ganz gut. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen, man kann für Schnellreparaturen, sollte man aber nur wirklich, wenn man es auf dem Flugfeld macht, 5 Minuten Epoxy, den Sekundenkleber. Ich sehe öfters Reparaturen, oder wir haben öfters schon welche gesehen, dann haben Leute auf dem Wettbewerb mit Kohlefaser-Rowings und dem Seko die Rümpfe zusammengeklebt und das hat dann meist genau einen Start oder zwei oder eine harte Landung und das Ding war wieder ab. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich halte von Seko nur bei 2-3 Dingen benutze ich die und da halte ich auch was von. Das ist erstens, um den Rumpf eventuell nachher zu fixieren. Ich hoffe, dass das nachher hinhaut, wie wir uns das vorgestellt haben. Zweitens, um eventuell Verstärkungsteile, zum Beispiel so einen Stab aufzukleben, damit der Rumpf auch gerade bleibt. Ja, bei den Rohrzellflächen wird ja oft Seko untergespritzt, wenn dort eine Ablösung ist, obwohl ich persönlich halte da gar nichts von, weil das Seko wird sehr hart und alles, was hart wird, bricht schneller. Muss man ganz klar sagen. Bei den Schaumflächen und Leitwerken sollte man Seko gar nicht benutzen, weil das frisst richtig schöne große Löcher da rein. Auch Styro-Seko. Also es funktioniert auch nicht. Ja, dann kann man Harze benutzen. Ja, was ich jetzt benutze, das ist ein Harz, das kennt kaum jemand. Das ist ein LA-235. Das habe ich mal irgendwo gekriegt. Das benutze ich im Moment, aber man kann auch alle anderen Harze von den bekannten Herstellern benutzen, die eine vernünftige Topfzeit haben. Vielleicht noch hier, dann wird der eine oder andere fragen, ja, was ist denn das hier? Das ist eigentlich von, ich glaube, bei IKEA gekauft, ein Seifenspender. Aber die Harze, es gibt einige härter, die sind relativ dünnflüssig und ich kann, na, komm, so, jetzt kommt er, seht ihr? Und ich kann hier sehr genau mit dem das Dosieren. Der Vorteil ist, ich mache mir die Finger nicht so doll dreckig. Ich habe nicht so eine backige Flasche wie dieses hier mit der Zeit. Die sehen nämlich dann manchmal so aus. Ja, ich kann den schön sauber halten. Und ist auch noch UV geschützt. Also eigentlich eine super Sache für 2-3 Euro. Ne? Ihr seht hier, kann ich hier prima als Harzdosierung benutzen, also als Dosierung für den Härter nehmen. Wenn ich ein ganz dünnflüssiges Harz habe, wird es damit auch gehen, um kleine Mengen abzufüllen. Und das Ding ist wirklich dicht und ich habe jetzt hier, habe das heute jetzt das erste Mal seit, weiß ich nicht, 5 Monaten jetzt wieder benutzt. Und ihr seht, 2-3 Mal drauf gedrückt, es funktioniert. Auch die Mechanik drin geht, wird von dem Härter nicht angegriffen. Eigentlich eine schöne Sache. Und eben sauber. Man backt nirgendwo. Hier dieses hier sieht dann, Flaschen sehen dann oft nachher nach kurzer Zeit so aus. Für Reparaturen an Leitwerken oder an Flächen kann man, um Gewebe dann wieder schön glatt zu kriegen. Was sehr schön ist, sind diese, ja, ich sag mal, Baufolien drin. Also manche Hersteller liefern das mit einem Spretttau zusammen. Das ist für mich relativ einfach, weil ich da relativ von viel verarbeite, habe dann immer solche Reste über. Ansonsten könnte man auch so von Schnellheftern die Rücken nehmen, um eine vernünftige Oberfläche zu kriegen. Oder, was auch sehr gut ist, Frischhaltefolie. Aber die hat einen Nachteil, die muss man sehr lange zupfen, bis das also wirklich falten- und wellenfrei wird. Das ist sehr, sehr, sehr aufwendig. Da ist das bei dieser etwas härteren Folien ist das viel besser.
Man kann auch eine Baufolie nehmen aus dem Baumarkt oder so, aber irgendwie eine Folie findet man immer, die ein bisschen härter ist. Wenn man nicht genau weiß, ob die sich auch wieder ablöst, einmal mit Wachsen und funktioniert. Ja, und eventuell noch einen Schaumrest, um irgendeine Reparatur am Flügel auch wirklich oder an einer Fläche Seitenruder ausführen zu können. Ja, das war erstmal die kleine Materialgeschichte. Wie gesagt, das ist das, wie wir es machen oder wie ich es mache hauptsächlich. Norbert repariert ja auch, aber der fliegt nicht so viel kaputt. Diese Reparatur, die wir jetzt hier zeigen, oder Reparaturen, bezieht sich nicht nur auf unsere F3K-Flieger. Ist natürlich prädestiniert, aber ich habe jetzt ein paar Anfragen gekriegt von Leuten, die F5J fliegen und die dann so die von Yps oder solche Flieger haben, die eigentlich genau diesen Aufbau haben, allerdings ohne das Disser und eigentlich wirklich auch nur den einen Rohwink hier oben drin haben und der Rest ist Glas. Und es ist eigentlich schade, so ein Modell wegzuschmeißen, bloß weil man damit irgendwann mal eine harte Landung gegen irgendwas gegengeflogen ist, eine Baumlandung oder Buschlandung, hier vorne Fläche beschädigt oder so. Und ich denke mal, sowas braucht man nicht oder muss man auch nicht wegschmeißen, weil man kann das doch relativ gut wieder richten. Gut, fangen wir mal an.